Hi. Hallo, ich bin immer noch Carla Schalks. Ich verrate euch ein Geheimnis. Intros und Outros sind wirklich nicht mein Ding. Falls ihr bei den ganzen anderen Scheißvideos dabei wart, ist euch wahrscheinlich auch aufgefallen. Ich sitze gerade auf dem Boden. Ich bin so eine Frau. Ich bin so eine Bodensitzerfrau. Soll ich einen schlechten Witz machen? Ich habe gehört, das Wichtigste bei Witzen ist, dass man sich selbstbewusst rüberbringt. Sie ist auf dem Boden geblieben. Drittes Jahr davon, dass ich Trends roaste. Also wenn es jemanden gibt, der sagt, dieses Jahr war ein Bombenjahr. Du bist böse. Es sind so viele Menschen gestorben wie seit einer Weile nicht mehr dieses Jahr. Und du bist dann so, nein, also mein Jahr war super. Aber ich gönne dir natürlich, dass du trotzdem ein nice Jahr hattest. Also mashallah. So, ich weiß nicht, ob ich türkische Wörter sagen sollte. Ich stelle mich auch wieder darauf ein, unglaublich viele Menschen zu offenden. Entschuldigung. Okay, die erste Sache muss man sagen, ich war schon mal nicht im Trend. Ich war in den YouTube-Trends. Also eigentlich haben mich eher Leute gehasst. Zwischen so Deutschrappern, Fußballspielen komme ich dann doch nicht so gut weg in den Trends. Ich glaube, dass die Leute eher abgefuckt und sind so, wer ist die Alte? Und ich verstehe das. Ich habe das Gefühl, ich bin in eine große Masse an hauptsächlich Männern geworfen. Wenn ich jetzt gerade in den Trends bin, ich fühle mich ja auch nicht wohl. Ich wurde reingezwungen, ich habe keine Wahl. Wisst ihr, was auf den Top 5 war? Nike, Platz 1. Verstehe ich. Und die anderen? Prada, Balenciaga, Gucci und Off-White. Wenn das die beliebtesten sind von dem, was Leute am meisten kaufen, so seid ihr eigentlich alle fucking reich. Ich erzähle euch jetzt eine kleine Anekdote. Ich war letztens im KDW. Das ist so ein fancy Kaufhaus in Berlin, wo eigentlich nur so Designer-Klamotten sind. Egal, was ich gesehen habe, das mir gefallen hat, das Preisschild sagt nein. Laufe ich da rum, bin so, was tue ich hier eigentlich? Ich habe das Gefühl, ich werde dort aufgegessen mit Blicken. Ich wurde getötet. Ich habe dir nichts getan. Ich wollte nur irgendwie was im Sale finden. Auch die Verkäufer, die gucken einen so sauer an, wenn man da reingeht und nichts kauft. Bro, wenn du mir einen 80% Rabatt gibst, reden wir nochmal drüber. Das ist diese App, wo Mädchen viel Geld bisschen so Porn-like Content posten, meistens. Girl, get your coin. I don't judge, bro. Ich find's schlimmer, wenn es so jedem irgendwie auf die Nase gebunden wird und überall so krass sexueller Content ist. Und ich find's nicer, wenn es eine eigene Plattform gibt, wo Leute sich dann entscheiden, darauf zu gehen. Und dass die auch noch Geld dafür bekommen, finde ich auch besser für die, als wenn die es einfach auf Insta for free posten. Solange du nicht minderjährig bist und sowas machst, weil dann ist es wirklich offiziell Kinderpornografie. Vielleicht sollte es nicht zu krass schön geredet werden. Von wegen, ha, es ist ein Trend, so jetzt machen es voll viele, weil es können Leute immer noch diese OnlyFans-Bilder leaken und dass irgendwelche Leute sehen, von denen du aber eigentlich nicht willst, dass sie es sehen. Also du verkaufst halt immer noch Bilder von deinem nackten Körper an fremde Menschen. Ich sag nur, wenn man es eh auf Insta posten sollte, dann finde ich es nicer, wenn du es auf OnlyFans postest und auch noch Geld dafür bekommst, so. Also der nächste Trend wird diese vorderen Strähnen hier blond zu machen. Das ist natürlich immer boring, wenn es dann so unglaublich viele haben, so wie letztes Jahr Ponys in waren. Wenn dann so drei Mädchen in einem Tisch sitzen und 1:1 diese gleichen zwei Nudeln hier vorne hängen haben. Aber an sich finde ich, es sieht nice aus. Gab es auch so mit Rot und Pink. TikTok ist dieses Jahr, hat ein fucking Blow-up, Alter. Die App ist witzig geworden. Ich hasse es, es zu sagen, aber meine For You-Page ist einfach nur Gold. You're from Berlin without telling me you're from Berlin. Ich geh mal schnell Küchenrolle holen. Brauchst du noch irgendwas? Na, ich geh mal kurz zur Rewe, ist ja erst 24 Uhr. Ja, trotzdem ist nun mal der Fall, dass irgendwie heiße Leute, die absolut gar nichts können, dieses Jahr anders erfolgreich geworden sind. Wenn ich so andere vorgeschlagene TikToks irgendwo So krass viele von denen können nicht tanzen. Die wirken nicht, als hätten sie irgendwie eine krasse Persönlichkeit, wenn man sich deren YouTube-Videos oder denen länger beim Reden zuhört. And if she's not Asian, what are you guys gonna say? She is Asian. You don't know that. She could be Korean. Und eigentlich, warum nicht? Jeder mag schöne Menschen. Ist nicht wahr. Die meisten Menschen gucken gern schöne Menschen an. Mir haben so viele Mädchen auf Insta geschrieben, wenn sie auf TikTok sind, sie sehen sie so krasse Mädchen überall, die wirklich so dünn sind. Und dann denken sie wirklich, sie sind hässlich und alle Menschen der Welt sehen so aus, außer sie. Es ist nicht wahr. Nur die Leute werden hier halt vorgeschlagen, weil die bekannt werden, weil die so krass aussehen. Ich finde euch prinzipiell alle schön. Ich meine, so TikTok schön. Ist hier Instagram, Social Media schön. Same übrigens. Als ich Anfang, Mitte des Jahres auch auf der Plattform war, dachte ich mir so, Junge. Sehen alle so aus? Habt ihr alle so eine fucking Haut? Hä? Aber dann bin ich zum Schluss gekommen, nein,
So ist es gar nicht. Ich gehe jetzt auf so ein paar Ich frage mich, was in diesem Moment so dramatisch war. Ich weiß es nicht mehr. Penisbild. Dieser Trend, wo die so mit ihrer eigenen Stimme dieses Billie Eilish-Lied unterbrechen. Als ich den gesehen habe, habe ich mir wirklich fast eingepullert, Junge. Ich lag auf dem Boden. Stop. What the hell are you talking about? So macht vorher und nachher so einen auf sexy. So. What the hell are you talking about? Das ist Leon Gott, mein Mann. Lip Sync Man. On point. Stop. What the hell are you talking about? Nach langem Hin und Her habe ich mich dazu entschieden, selbst an dem Trend teilzunehmen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe ein bisschen mein polnisches Temperament reinfließen lassen. Das war auch noch ein Trend. I've never seen two pretty best friends. Das meiste, was ich da gesehen habe, die Person, die das TikTok gemacht hat, war mit Abstand die attraktivste von deren Freundesgruppe und postet das fucking TikTok und macht ihr Bild noch als erstes. No front an die Freunde, die sind ja nicht hässlich. Es geht nur darum, du flexst gerade wirklich auf Kosten deiner Freunde. Ich fand's unsympathisch. So 5 Bilder von sich selbst, die so absolut slay und dann so 2 okay Bilder von den Freundinnen, so okay. Das war auf jeden Fall nicht mein Lieblingstrend. Wisst ihr, was noch in war dieses Jahr? Omegle oder dieses OmeTV, ich weiß nicht, ob es das gleiche ist. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich 11, 12 war. Was ich davon weiß, ist einfach nur ein absolutes Trauma von Penissen, die ich nicht sehen wollte. Ich war so ein Opfer mit meiner besten Freundin. Wir haben Masken angezogen und Hüte und so, damit man uns nicht erkennt. Und wollten mit irgendwelchen Leuten reden. Irgendwelchen coolen Leuten. Und alles, was wir gesehen haben, waren irgendwelche alten Männer oder irgendwelche alten Penisse. Also, vielleicht ist es keine genitale Plattform mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es riskieren will. Ich sag's jetzt. Das war das Jahr der Skaterboys. Ich höre euch jetzt schon schreien. Skateboys! Warum skaten? Warum nicht so Eiskunstlauf oder so? Ich habe viele Skaterboys kennengelernt. So legit Skaterboys. Falls ihr das guckt. Gar kein Front. Ihr wisst, ich finde euch an sich sympathisch. Trotzdem sind Loki eure einzigen Interessen Kiffen und Skaten. Was okay ist, schon mal 2 mehr als viele andere haben. Ich freue mich für euch, dass ihr im Hype seid. Ich werde auch noch ein Skaterboy. Ich will auch den ganzen Hype von den Mädels haben. Das sind halt auch nur Typen, ne? Die ein Hobby haben, von dem ihr wisst. Und halt irgendwie Baggy Clothes tragen. Warum ihr genau die so heiß findet? Explain. Cool, danke für die Erklärung. Das war jetzt nicht wirklich ein Trend, aber Simp, dieses Simp und Pick Me Girls, ich finde, das ist so das Pendant zu Dingsbums. Finde Pick Me Girls sind äquivalent zu Simps. Simp wird halt ungefähr jeder genannt, der irgendwie ein Mädchen irgendwo zustimmt. Das fand ich aber anstrengend. Dieses Pick Me, irgendein Mädchen sagt so irgendwo ihre Meinung und dann, oder macht irgendwas und dann sind alle so, Pick Me Vibes. Ich finde beides anstrengend. Ich denke mir einfach so, wo ist der Sinn? Ihr habt nichts davon, wenn ihr irgendwem sagt, du bist ein Simper. Sagt man Simper, du bist ein Simper. Du bist ein Simper und du bist ein Pick-Me. Da habe ich ein Lachgas geschnüffelt. Ich bin eine Lächerliche. Ich entschuldige mich für Sie. Offiziell. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Schwarze Lederjacken und so Vintage-Style. Also muss ich sagen, absolut basic 0815 worden. Ich habe mir dieses Jahr auch genauso eine geholt, wie alle haben. Ich hatte 2 Vintage-Lederjacken schon seit 3 Jahren, weil die eine ist irgendwie von meinem Opa, die andere ist von meinem, der verstorben ist. Ich trage die Jacke von meinem verstorbenen Opa, richtig. Irgendwie sind aber jetzt so coolere innen. Ich dachte, meine waren cooler. Ich werde die sowieso weiter anziehen. Ich werde die wahrscheinlich tragen, bis ich 40 bin. Und dieser Vintage-Style, dieses Thrift-Shop-Style, ich find's nice. Die einzige Scheiße daran ist, dass Vintage dadurch immer teurer wird, weil es halt so in ist. Ehrlicherweise bei den meisten krasses Glow-Up, falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, vielleicht ist das der Zeitpunkt. Ich gebe euch jetzt offiziell das Zeichen, ich gebe euch meinen Segen. Amen, Tim, Max. Gibt es Jungsnamen, die mit anfangen? Egal. So übertrieben kurz finde ich auch unnormal sexy bei Typen. Also, solange du jetzt keinen wirklich anders krassen Alien-Kopf hast. Ich sag es so, als
würde es irgendwie interessieren, welche Personen mir gefallen. Ich wollte euch einfach eher so supporten. Ich wollte nur sagen, meinen Support hättet ihr. Ich wäre so, wuhu! Ein Trend, den ich tatsächlich auch mitgemacht habe, war dieses Jahr vermehrt alleine alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Man sitzt zu Hause, man ist so... Weißwein ist schon freundlich. Ich gehöre zum Club, falls ihr auch dabei wart. Prost. Irgendwie, ja, es hat einfach das Leben ein bisschen... Ich sag jetzt gar nichts mehr, aber ich klinge dann sofort wie eine Alkoholikerin. Ich bin keine Alkoholikerin. Ich habe mir ein paar Drinks genehmigt, aber ich bin mir sicher, ihr auch. Promflash Crew. Blass wie Scheiße. Sekunde. Ja, die waren schon letztes Jahr irgendwie, aber dieses Jahr sind die nochmal anders explodiert. Wenn ich anders sage, denke ich gemeint, das ist eine TikTok-Überfährung. Du bist anders! Gold! Wie bin ich jetzt auf anders gekommen? Okay, achso. Instagram, ich sage, ich kann anders nicht mehr. Anders! Ich kann es nicht mehr sagen. Anders! In den Trend gekommen, also so, dass viele Influencerinnen, die ich sehe, das wirklich tagtäglich benutzen. Diese, die das Gesicht halt so... Junge, ihr benutzt jeden Tag. Und dann denken eure Follower, ihr seht wirklich so aus, weil ihr den Unterschied einfach nicht mehr kennt. Und wenn alle genau dieses Bild vermitteln, ist das wieder dieser Beauty-Standard, der einfach aus Fake-OPs besteht. Du bist doch voll hübsch. Die sind wirklich alle hübsch. Auf jeden Fall denke ich mir so oft, wie kannst du die ganze Zeit so aussehen? Und dann sehe ich, dass sie in jeder Story von morgens bis abends 3 Jahre lang jeden Tag diesen Filter benutzt, der ihr ganzes Gesicht einfach snatcht. Ich sehe einfach aus wie Scheiße vor meinem Telefon. Sieht wirklich aus wie absoluter BSR. Kennt ihr BSR? Und dann packe ich den Filter auf mein Gesicht und ich sehe auf einmal aus wie Kylie fucking... Wenn ich dann irgendwie in den Real Life treffe, sind die so... hässlich. Und ich will nicht, dass jemand denkt, dass ich hässlich bin, nur weil ich nicht so aussehe auf Instagram. Ihr seid ja hübsch. Ihr braucht diese Filter nicht mal. Naja, das war mein Kommentar dazu. WAP. Tanz. WAP, das war noch miese in. From the top, make it drop. That's... Ich kann den kompletten Tanz, aber halt in unbeweglicher Version. Ich krieg mein Bein halt absolut nicht hier hoch. Und wenn ihr es könnt, chapeau. Ich kann's nicht. Und diese Emily in Paris Serie. Absolut Kackserie, Alter. Ihr guckt die alle nur, weil die ganzen Hauptdarsteller heiß sind. Das Script, anders Screenshot. Anders! Ich war nach 3 Folgen so. Falls euer Trend, der euch auf dem Herzen liegt, nicht in diesem Video vertreten war, es tut mir leid, es gibt unglaublich viele Trends. Und wisst ihr, was für Möglichkeiten ihr jetzt habt? Die demokratische Plattform YouTube bietet euch ein Tool hier unten, euch auszulassen. Das heißt, wenn ihr einen Trend habt, den ihr einfach komplett weg... Wenn ihr komplett roasten wollt, gebt es mir in den Kommentaren. Und sonst können wir uns auch gern beim nächsten Video wiedersehen. Falls nicht, weil ihr das Video gesehen habt und mich absolut nie wiedersehen wollt, es... Tut mir leid. Falls ihr mich wiedersehen wollt, dann freut es mich. Anders! Ja, das war's jetzt. Das war's. 2023! Sorry. Okay, tschüss.